Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Im letzten großen Abschnitt der Ruinensel. Eine natürliche Bank, kann man sich mal eben hinsetzen und ausruhen. Aber wir natürlich nicht, wir müssen weiter und Ashley retten. Na komm, kletter hoch, Leon. Leon. Leon? Ah, hier. Natürlich nur die eine spezielle Stelle. Mensch, Mensch, Mensch. Ein grünes Juwel. Sehr interessant. Hier durch das Fenster ist auch nichts zu sehen. Naja. Wenigstens haben wir ein bisschen was abgegriffen. Ist doch auch ganz nice. Ach nee, ich höre sie schon wieder. Ich gehe wieder. Halt die Klappe, Ashley. Danke, dass ihr sie weggetragen habt. Dann höre ich sie nicht mehr. Wir wollen keine Scheinwerfer. Dankeschön. Was habe ich gesagt? Blendy Time. Der klang aber verschleimt im Hals. Ach, da hinten kommst du erst. Ja, jetzt kommt er angerannt, ne? Daneben. Na komm, mein Messer gegen deine Axt. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ist es hier oben noch rum oder was geht hier ab, ey? Wo höre ich noch etwas Strom? Der Reflektor ist drehbar. Drehen? Ach ja, kann man mal machen, ne? Auch wenn es jetzt noch nicht wirklich nötig ist oder sinnvoll ist. Oh no! Magnum Time. Sehr gut. Na kommt. Ja, kommt. Sehr schön, dass ich die gleiche Scheiße mit euch machen kann wie mit den normalen Gegnern ansonsten. Und die größte Gefahr ist ja sowieso schon mal gebannt, deswegen die Kleinen sind mir dann eigentlich fast schon total egal.
Weil ich, dieser Gatling-Gun-Typ ist der Allerschlimmste. Deswegen, wenn er gerade nicht die Broken Butterfly parat hat, kann das sehr anstrengend sein. Ist er nicht vorbildlich, der Junge, der trägt noch eine Maske. Ne? Jo, mein Messer ist für euch alle da. Kommt nur her. Sie schreien genauso wie alle anderen. Eure scheiß Elektrostäbe will ich nämlich gar nicht erst abkriegen. Ja, ist so. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber es ist nun mal wirklich so. Wie viele seid ihr denn? Anscheinend sehr viele. Ich werde das Loot verpassen, ich sehe es jetzt schon kommen. Ich springe irgendwo gefühlt gerade endlos runter. Aber wir wissen ja, es ist nicht wirklich endlos, von daher, was soll's, es sind nur verdammt viele. Natürlich ist diese Taktik, die ich hier gerade mache, nicht für Speedrunner geeignet, könnte man sich denkbar denken. Aber es ist gut, wenn man versuchen will, alles Mögliche mit dem Messer zu machen. Das sicherste Ding überhaupt. Oh, da ist mein Messer erstmal an seinem Helmchen abgeprallt. Oh, jetzt gerade ist das Loot weg. Natürlich. Ich wollte mir gerade noch das Geld schnappen, aber nein, ich darf nicht. Ganz wertvolle Geld. Schon so ein bisschen schade drum, aber hey, was soll's. Dadurch kann ich eine Menge Heilung und auch Munition sparen. Ach, der Tentakler will hier hochkommen. Das finde ich aber gar nicht cool von ihm. Ich werfe mal den Blendi runter. Oh, das ist aber schön. Ach nee. Geht doch. Guck mal hier, Suplex. Ich höre zwar immer noch Blitzi Blitzi, aber immerhin hat die Musik aufgehört, deswegen wer weiß, wer weiß, wer weiß, wo es hier noch jetzt am Blitzen ist. Aber die größte Gefahr scheint ausgemerzt zu sein. Wäre ja schön. Ach, hallihallo, meine Freunde. Ah, oh, du Sack. Mami.
okay, hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Aber egal. Das zieht richtig, wenn die einen treffen, ey. Kann ich hier gar nicht rein? Ach doch, hier. Man sollte auch die Tür finden. Gibt's ja wohl nicht. Ihr miesen Typen, ihr. Aber gut. Scheint erstmal alles ruhig zu sein. Erstmal. Vielleicht ändert sich das ja auch wieder. Na, was sagst du? Oh. Lässt sich nicht öffnen. Boah, voll der geile Hinweis. Aber ist ja okay, mehr als eindeutig, was wir tun müssen. Deswegen ist okay. La 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 la
Oh, da hinten ist doch noch einer. Helm geht wahrscheinlich nicht. Deswegen lieber Körpertreffer. Komm, spring. Ja, boom, boom, boom. Das war doch ein guter Kampf. Sieht vielleicht nicht jeder gleich, aber ich finde das schon. Sehr schön. Lecker, lecker. Ich hoffe, ich ziele. Nice, nice, nice. Ah, Goldlux. Kann ich doch kombinieren, oder? Nein? Achso. Was brauchst denn du? Mit drei Löchern. Ich frage mich nur, was du sonst haben möchtest, weil die Augen glaube ich nicht, oder? Nee, geht auch nicht. Ha. Schade, dass du die nicht möchtest, was ich jetzt hier so schon habe. Scheinen ja auch hier sehr nette Zeichnungen zu sein, wie hier jemandem irgendwie das Herz direkt rausgerissen wird oder eher irgendwie die Leber oder was auch immer. Ich habe keinen Plan. Nette Falle hier auf jeden Fall. Da wurde jemand auch in zwei sogar gerissen oder der wurde hier aufgespießt und dann wurde ihm hier was aus dem Bauchloch genommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht angenehm. Das ist schon sehr böse, was auch immer hier passiert ist. Ja, hier war ich ja schon, deswegen mehr ist hier auch nicht. Entschuldigung. Und Scheinwerfer mögen wir immer noch nicht. Kann ich euch überhaupt von hier unten zerstören? Doch, oder? Mit der Pistole nicht so gut unbedingt. Obwohl, ich glaube, hier war das vielleicht gar nicht mal so schlimm. Ich weiß es aber nicht genau. Ach, kann ich nicht mal zerstören. Lol. Also das und ich habe nicht richtig getroffen, eins von beidem. Aber, naja. Guck mal, ich stehe im Scheinwerferlicht. Oh. Okay. Immerhin. Größte Gefahr ist damit, denke ich mal, gebannt. Come on.
ihr was? Brennt mal eine Runde. Ich glaube, das tut euch ganz gut. Ah, wieso kommt da einer von hinten auf einmal wieder? Hey, unfair. Ah, wo kam das denn jetzt her? Das ist böse. Das ist sehr böse. Meine Güte. Na, wenigstens hat er sich selber gesprengt. Mein komischer Anzug schützt dich auch nicht auf ewig. Vielleicht habe ich den zu früh ausgelöst, weiß ich nicht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Dynamit hasse? Da komme ich da gar nicht hin. Hm? Ihr und euer scheiß Dynamit. Echt, ey. Keine Ruhe hier für euch. Jetzt denke ich mal, habe ich hier alles ganz gut geklärt, oder? Hm, ich glaube schon. Gut, Leute, dann nutze ich immer eben den ruhigen Moment, um den Part mal endlich zu beenden, weil der ist ja schon ewig lang wieder. Und ja, ich hoffe, ihr konntet mitfiebern. Und sagt dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao!